Französische Riviera, frühe 1950er Jahre, Filmfestival Cannes. Schon damals empfahlen sich Pin-Up-Girls und Starlets den Traumfabriken Cinecittà und Hollywood. Der irische Fotograf Edward Quinn wohnte zu jener Zeit in einem kleinen Appartement in Monaco mit Blick auf den Fürstenpalast. Er hatte Irland verlassen, um an der Côte d'Azur Glück und Verdienst als Fotograf zu suchen. Erst einmal mit Pin-Up-Fotos von Busty Girls. Mit der Investition in eine Rolleiflex und einen alten Vergrößerer machte Quinn seine Faszination für das soziale Feuerwerk an der Côte d'Azur bald und endgültig zu seinem Beruf. Immer mehr Agenturen interessierten sich für Edward Quinns Pin-Up-Aufnahmen. Und schließlich belieferte er auch renommierte Illustrierte wie Barry Mudge und Life mit seinen Aufnahmen vom Highlife auf Yachten, an Strandpromenaden und in Hotelsuiten. Vor allem während des Festivals von Cannes verwandelten die großen Filmstars der Epoche die Côte d'Azur in eine spektakuläre Bühne zur Selbstdarstellung und ein Eldorado für Society-Fotografen. Zeitungen und Zeitschriften verkauften Edward Quinns Bilder als Einblick in das wahre Leben der Schönen und Reichen. Sophia Loren. Sophia Loren aus speziellem Winkel. Special Angle. Fast alle, die in den 50ern Teil des Glitz- und Glamour-Spektakels an der Côte d'Azur waren, hatte Edward Quinn irgendwann im Suche. Und noch schränkten weder PR-Leute noch Presseagenten den Umgang der Reporter mit Stars und Celebrities ein. Die Abhängigkeit war gegenseitig. Die Stars brauchten mediale Aufmerksamkeit, die Presse Stoff für Stories. Noch hatten beide Seiten die gleichen Interessen. Romy Schneider with Alain Delon. That's Liz Taylor and her husband. Liz Taylor mit Ehemann Mike Todd. Mike Todd. Just behind me here is the pontoon of the Carlton Beach. The Carlton Hotel, you see, was situated. Hinter mir ist der Carlton Beach Landesteg. Das Hotel Carlton ist keine 200 Meter vom Ballet du Festival entfernt. Es war ein äußerst wichtiger Ort, weil der Weg hin und zurück so kurz war. Am Hotelstrand tummelten sich damals während des Festivals die Pin-Up-Girls. Sie kamen hierher, saßen herum und warteten darauf, irgendeinem Fotografen aufzufallen. Doing pin-up photography was a great possibility. Pin-up-Fotos zu machen war eine echte Chance. Denn in einem Pin-up-Foto musste vieles zusammenkommen. Vor allem die Pose und das Licht. Die Mädchen mussten auch dann noch ausgesprochen hübsch aussehen, wenn sie seltsam herumhüpften. Und dann musste man den richtigen Augenblick erwischen. All das wollte gelernt sein. Man musste ein Gespür haben für den Moment, in dem die Bildkomposition stimmte. Beine und Arme sollten nicht angeschnitten sein, aber auch zu viel Raum rundum war nicht gut. Ich musste lernen, mit dem Licht umzugehen, vor allem an einem Ort wie diesem. Ich fotografierte am Strand vor allem dann, wenn die Sonne schon ziemlich tief stand. Das ergab dieses gleichmäßig weiche, sogenannte Hollywood-Licht, das alle Unvollkommenheiten, wenn es überhaupt welche gab,
zum Verschwinden brachte. Die Mädchen waren durchs Band sehr nett, wenn man sich korrekt verhielt. Hatte man einmal einen schlechten Ruf, war es aus mit Fotografieren. Ich versuchte ihnen das Gefühl zu geben, dass ich keine falschen Absichten hatte. Ich mochte und respektierte sie. Und es war sowieso nicht meine Art, mit Menschen zu vertraulich zu werden. Ich hielt immer ein wenig auf Distanz. I always wanted to keep a certain distance. You know, the Irish nowadays it's probably different, but they were very. Die Iren waren damals, vielleicht im Unterschied zu heute, sehr züchtig. Und als katholischer Ire wäre Ted in seinen Fotos nie so weit gegangen, wie das heute üblich ist. Auch später interessierte ihn das überhaupt nicht. Even later on, he wasn't interested in that at all. In einer Belfaster Kirche überlebte Edward Quinn im Zweiten Weltkrieg einen deutschen Luftangriff. Er spielte Hawaii-Gitarre, ging als Funker zur Royal Air Force, pendelte nach dem Krieg für eine Charterfluggesellschaft zwischen Afrika und Europa, nannte sich Eddie Quinero und hatte auch an der Côte d'Azur noch Auftritte mit einer Band. Er spielte ja zwei, drei Instrumente und hat gesungen, hat eine gute Stimme. Aber was er am liebsten hörte und sein liebster Musiker war Django Reinhardt. Da war er total begeistert davon und das hat ihn auch eigentlich zur Gitarre geführt. Und er wollte als Junge, als er ungefähr 16 war oder so, wollte er ungefähr in diese Richtung gehen. Aber nachher hat er natürlich das Leben in eine andere Richtung geführt. Ja, das auch in Dublin. Die Stars hatten vom Anti-Paparazzo Quinn nichts zu befürchten. Er stellte seine Selbstdarsteller nicht bloß, sondern präsentierte sie so starlike, wie sie sich selber am liebsten sahen. Quinn konnte vielerorts vorbeischauen, wann er wollte. Und fotografieren, wie er wollte. Ohne Blitz. Ich mochte Blitzlicht schon deshalb nicht, weil oft die Verbindung oder sonst etwas nicht funktionierte. Darum brachte ich mir das Fotografieren bei natürlichem Licht bei. Man nutzte aus, was der Film hergab, arbeitete mit hochempfindlichem Material und einem schnellen Entwickler, um das bestmögliche Foto zu bekommen. Ich habe meine Filme selber entwickelt. Die Arbeit in der Dunkelkammer war aufregend. Ich hatte eine Methode, um während des Entwickelns bei sehr grünem Licht das Negativ anschauen zu können, weil der Film grün unempfindlich war. Man steht in der Dunkelkammer, versucht irgendetwas zu erkennen und hofft, dass überhaupt etwas drauf ist. Welches Foto sortiert man aus? Welches ist das Beste? Fotograf ist ein großartiger Beruf. Gina Lollobrigida winkte dort, wo der Mond auf Kaviar schien und wo Nat King Cole unter Sternenhimmel True Love sang. Eines Tages brach Edward Quinn aus dem Land des permanenten Kameralächelns aus und machte sich auf zur fotografischen Erkundung einer Gegenwelt. Musik.
Les Saintes-Maries de la Mer in der südlichen Camargue dokumentierte er das alljährlich im Mai stattfindende große Fest der Zigeuner zu Ehren der heiligen Sarah. Wir sind 1954 dahin gefahren, wussten überhaupt nichts über diese Zusammenkunft. Aber Ted wollte schauen, was eigentlich das bedeutet. Und da waren wir sehr erstaunt, weil es gab so viele unerhörtöne Momente von diesen Zigeunern, die sehr unberührt auf eine Art waren. Die Kinder, die schauten nicht in die Kamera, wie wenn das ein Monster wäre, sondern sie waren interessiert, aber wussten eigentlich nicht, was es bedeutete. Very often it's in Ted's pictures that you see a photographer taking photos. Sehr oft sieht man auf Ted's Aufnahmen einen Fotografen, der von der falschen Seite aus Bilder schießt. Bei Ted sind die Blicke von Stars und Schauspielern auf ihn gerichtet. Und im Hintergrund sind andere Fotografen zu sehen, auf deren Bildern vermutlich auch ein Fotograf zu sehen ist. Ted. An der Côte d'Azur wusste man, ich werde fotografiert, also bin ich. Und Click Around the Clock war Edward Quinns Rhythmus. Zwei Sinatras auf demselben Bild. The Riviera was the focal point for the film. Nach dem Krieg war die Riviera der Brennpunkt, an dem man sich zeigte, wenn man berühmt war. Und die Fotografen wussten, dass es niemanden gab, der sich nicht irgendwann würde blicken lassen. Ted ging dabei auf seine Art vor. Er kannte Leute in den Hotels, die ihm rechtzeitig sagten, wer gerade erwartet wurde. So gelangen ihm immer wieder mit Erfolg exklusive Bilder, weil er ein wenig früher informiert war als die Konkurrenz. Getting information was very important, but you had to also follow the international press. An die Informationen zu kommen, war entscheidend. Aber man musste auch die internationale Presse verfolgen. Denn aus englischen oder amerikanischen Zeitungen konnte man erfahren, wer gerade unterwegs an die Côte d'Azur war. Man setzte alles daran, rechtzeitig am Flughafen zu sein, um eine Ankunft nicht zu verpassen. Manchmal erfuhr man auch von den Fluggesellschaften, wer wann landen würde. Man musste herausbekommen, wohin die Fahrt ging. Dann ging es darum, die Einwilligung zum Fotografieren zu bekommen und dem Star so unauffällig wie möglich zu folgen. Ich erinnere mich, wie sehr Mike Todd auf Publicity aus war. Entsprechend leicht war es, ihn zusammen mit Liz Taylor zu fotografieren. Das Highlife auf dem Boulevard der Selbstdarstellung gleicht einem Fortsetzungsroman, der in einem gesellschaftlichen Durchlauferhitzer spielt, der von der Klatschpresse bei Maximaltemperatur rund um die Uhr in Betrieb gehalten wird.
Edward Quinn macht reiche fotografische Beute an den Gala-Nights zwischen Cannes und Monte Carlo. Sehr schöne Aufnahme. Das war bei einem Gala-Evening in Cannes, während Festival. Und da war Liz Taylor wirklich die Königin vom Festival, weil sie war unglaublich fotogen und auch sehr offen mit Fotografen. Also man konnte sie fotografieren. Sehr oft haben sich die Stars gedreht, weil er hat die Idee gehabt, ich muss eine Exklusivität haben. Und das konnte er nicht, wenn 20 Fotografen noch daneben standen. So hat er sich gewöhnlich auf die Opposite Side gestellt und hatte dann ein Bild, das für ihn okay war. Der Rücken von Jane Mansfield und die sie umschwirrenden Fotografen. The Leica, let's say, had this great quality that it's practically noiseless, you know? Toll an der Leica war, dass sie praktisch kein Geräusch machte. Die Leute wussten nie, wann genau man den Auslöser drückte. Später machte das Motorengeräusch der Kameras auf den Fotografen aufmerksam. Die Leica war diskret, kann man sagen. Und man fühlte sich bei der Arbeit frei. Anbiederung gelangen Edward Quinn fotografisch produktive Augenblicksbeziehungen, die uns als Betrachter das Gefühl geben, hinter der Star- und Hollywood-Fassade auch die Privatperson zu ahnen. Vielleicht ist aber auch genau das authentisch, was inszeniert scheint, und brillant gespielt, was natürlich wirkt. Das passt zu Ted, weil auch er auf dem schmalen Grat zwischen List und Liebenswürdigkeit seine besten Resultate erzielte. In den 50ern konnte man an der Riviera den Eindruck haben, es gäbe nur schöne und glückliche Menschen. Man glaubte sich im Paradies. Die Küste war nicht überlaufen und in der Regel schien die Sonne. Alles stimmte irgendwie. Goldene Zeiten. Für Ted war es ein Glück, damals an die Riviera zu kommen. And Ted was very lucky to come at that time to the Riviera. That was just the right moment after the problems of the war. And der Krieg war vorbei und man lebte im Gefühl, das Leben sei wunderbar für jedermann und würde es auch bleiben. Was natürlich nicht stimmte. Trotzdem war es eine fabelhafte Zeit. It wasn't really the case, but it was a very good time. Auf mehr als 100.000 Negativen hat Edward Quinn die Spuren des schönen Scheins an einer Côte d'Azur festgehalten, die es nicht mehr gibt.
Seine Frau Grete war in der Zusammenarbeit mit ihrem Mann von Anfang an für Verarbeitung, Administration und das Archiv zuständig. Ah ja, das ist der Helikopter. Dieser Metteur en scène mit seiner Actress. Das ist in Monte Carlo. Da wurde ein Film gedreht. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot zur Zeit des Films Créa la femme. Und Ewig lockt das Weib. Spencer Tracy. Spencer Tracy am Flughafen Nizza. Sophia Loren war für das große Publikum nicht sehr bekannt damals. Man musste dranbleiben und ein Nein nie für das letzte Wort nehmen. Denn was zählte, war das besondere, das exklusive Bild, das sich unterschied von den Fotos all der anderen Fotografen. And people realized that he wasn't out to make. Die Leute sahen, dass Ted keine unvorteilhaften, geschweige denn verletzenden Bilder von ihnen machte. Alain Delon, Jane Fonda. Alain Delon und Jane Fonda während der Dreharbeiten zu Les Félins. Anna Karina. Jean-Luc Godard. Kaum hatte sich Edward Quinn an der Riviera niedergelassen, suchte er auch die Bekanntschaft Pablo Picassos. Picasso war ein Medienstar und Aufnahmen von ihm verkauften sich so gut wie Starfotos. Schon bei der ersten Begegnung mit dem Künstler bewährte sich Quinns Strategie, auf die Arbeitsmethoden der Society-Fotografen zu verzichten, die Picasso bei jeder Gelegenheit belagerten. Keinem anderen Fotografen hat Picasso in vergleichbarem Maß und über einen Zeitraum von 20 Jahren Zugang zu seiner Lebens- und Arbeitswelt gewährt. Und auch er wollte, wie die Stars, nie ein Foto vor der Veröffentlichung sehen. Picassos Welt war die letzte, die Edward Quinn noch mit der Côte d'Azur verband, bevor er sich mit seiner Frau Grete in der Schweiz niederließ, wo er 1997 starb. This is practically the first photo Ted took of Picasso. Eines der allerersten Fotos, die Ted von Picasso machte. Vermutlich 1952 bei einer Keramikausstellung in Valoris. Ted wusste aus der Zeitung Nice Matin, dass Picasso dort sein würde.
Er ging hin, ohne Picasso vorher je getroffen zu haben. An der Ausstellung waren auch Journalisten und Fotografen am Werk. Ted wollte aber keine Fotos mit all den Leuten im Raum machen. Er wartete, bis Picasso die Ausstellung verließ, zum Glück in Begleitung seiner Kinder. Ted fragte gerade heraus, ob er ein paar Bilder machen dürfe. Picasso war einverstanden. Ted zeigte ihm später die Aufnahmen und damit begann auch ihre Freundschaft, die wirklich echt war. He was not a pretentious fellow and he liked everything very simple and Picasso war völlig unkompliziert. Er hat es gern ausgesprochen einfach. Für mich war das gut, weil ich keine anspruchsvollen Gespräche über Kunst mit ihm führen wollte, genauso wenig wie er selber. Ich bewegte mich in meiner gewohnt leisen und unauffälligen Art und er ließ mich machen. Wenn ich einen oder zwei Monate später wieder bei ihm vorbeischaute und fragte, ob ich mich im Atelier umschauen könne, sagte er, mach, was du willst. Ich konnte darum ungestört arbeiten. Dann kam ich zurück, schaute ihm eine Weile zu und begann in aller Ruhe, ihn bei der Arbeit zu fotografieren. Picasso in seiner Villa La Californie in Cannes. Picasso during the filming of the Clouseau film. Picasso bei den Aufnahmen zu Clouseaus Film Le Mystère Picasso. That's a photograph of Picasso at the Madura Potter in Valoris. Ein Picasso-Foto aufgenommen in der Madura-Töpferei in Valoris. Das war ein außergewöhnlich wichtiger Moment, weil Ted damals zum ersten Mal Picasso bei der Arbeit fotografieren durfte. Es hatte lange gedauert, bis Picasso dazu sein Einverständnis gab. Und was dann geschah, war für die Zukunft entscheidend. Denn Picasso hatte zu Madame Ramier, der Besitzerin der Töpferei, gesagt, dieser Mann stört mich nicht. Seither konnte Ted Picasso immer und immer wieder fotografieren. Es war Picasso, der vorschlug, warum machst du kein Buch über mich? Du hast von mir doch so viele Bilder gemacht. Ich hatte keine Erfahrung im Büchermachen, sagte ihm aber, ich würde es versuchen. Ich stellte eine Bildauswahl zusammen und zeigte sie dem Verleger. 1965 erschien Edward Quinns erstes von mehreren Picasso-Büchern. Picasso bekam die Ziege von seiner Lebensgefährtin Jacqueline zu Weihnachten geschenkt. Er liebte Esmeralda über alles. And he adored Esmeralda.